Hallo und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe der besten Apps der Woche hier von Galaxy. Und heute habe ich wieder, wie gewohnt, 5 coole Apps für euch herausgesucht und wünsche euch natürlich auch heute wieder ganz viel Spaß bei diesem Video. Die erste App für heute ist auch schon ziemlich crazy und zwar nennt sich diese Cave Blast und hierbei steuern wir einfach mal so ein Schwein. Ich meine, okay, wir steuern ein Schwein, aber dieses fliegt in einer Höhle und muss andere Zombies abschießen. Ich meine, das ist schon ein ziemlich verrückter Aufbau von der App, aber ich glaube, das ist auch gerade das, was hier so viel Spaß macht. Denn wir müssen einfach versuchen, so viele Monster wie möglich zu besiegen und einen hohen Highscore zu erreichen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, wie ich hier finde. Man muss halt immer versuchen, den Monstern auszuweichen oder sie halt abzuschießen, je nachdem, wie die Situation gerade ist, und mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht, deswegen könnt ihr euch das Ganze gerne mal genauer anschauen. Jetzt habe ich eine sehr nützliche App für all diejenigen unter euch am Start, die Mathe genauso wenig mögen wie ich, und zwar nennt sich diese App Malmath. Und in Malmath können wir einfach kompliziertere Terme eingeben. Das heißt, es ist gar kein Problem, ob da jetzt viele Bruchstriche drin sind oder irgendwelche Wurzeln berechnet werden müssen oder Pi mit eingebaut wird. Das ist ganz egal. Und wenn wir dann hier den Term eingegeben haben, können wir einfach auf Lösen klicken. Und das Gute bei dieser App ist, dass man nicht einfach ein Ergebnis von Latz geknallt bekommt, sondern dass man die Lösungsschritte Schritt für Schritt nachvollziehen kann und dann halt auch selber mit der App lernen kann. Weil normalerweise, wenn man irgendwas mit dem Taschenrechner rechnet, bekommt man das Ergebnis vom Netz geknallt und dann muss man halt damit leben. Aber hier kann man die Schritte nachvollziehen und dann selber lernen oder auch nachvollziehen, was man selber falsch gemacht hat. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall eine coole Sache und schaut euch diese App auf jeden Fall mal genauer an. Die nächste App wird die Herzen aller Rennsportfans gewaltig höher schlagen lassen und zwar ist die Rede von Need for Speed Most Wanted. Und Need for Speed Most Wanted ist momentan für 10 Cent im Angebot und für diese 10 Cent bekommt ihr hier wirklich richtig viel geboten. Denn das Spiel ist an sich eigentlich relativ einfach aufgebaut. Wir spielen einfach Rennen für Rennen durch, sammeln XP und auch Geld, um uns neue Autos zu kaufen und auch um Level aufzusteigen. Aber das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, denn das Rennen an sich ist wirklich gut gemacht. Die Steuerung ist gut, die Grafik ist gut und es macht einfach sehr viel Spaß, kann man einfach nur so sagen. Und deswegen schnappt euch auf jeden Fall die App, sie ist gerade im Angebot und ich kann sie nur empfehlen. Eine weitere sehr nützliche App ist der VLC-Player. Den kennen ja wahrscheinlich schon die meisten vom PC, aber diesen gibt es jetzt auch für Android. Und damit können wir einfach alle möglichen Videoformate abspielen. Denn ich denke mal, viele von euch kennen das Problem, wenn man jetzt irgendeine Videodatei von seinem PC irgendwie aufs Smartphone schiebt oder sich irgendwie ein YouTube-Video in einem komischen Dateiformat runterlädt, dann kann man das oft auf dem Smartphone einfach nicht abspielen. Und wenn man sich dann bei so einer App wie dem VLC-Player einfach mal bedient, ist dieses Problem einfach aus der Welt geschafft, denn damit könnt ihr eigentlich so gut wie alles öffnen, alles abspielen und ich finde, die App ist sehr gut strukturiert worden, sehr übersichtlich, deswegen gefällt sie mir sehr gut, sie ist auch noch kostenlos, deswegen gibt es da eigentlich gar nichts zu meckern. Die nächste App nennt sich Anodia 2 und ist so ein bisschen im Retro-Style gehalten, was mir eigentlich ganz gut gefällt, denn so kann man ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Aber mir gefällt das Spielprinzip einfach sehr, sehr gut. Wir haben hier unten diese Planke, mit dem wir mal den Ball wieder abprellen können, sodass er wieder nach oben springt und dort dann die Gegenstände halt kaputt hauen soll, die da so angerichtet wurden. Und das ist dann immer so levelbasiert und man soll halt versuchen, da oben möglichst alles aufzuräumen. Und das Nette dabei ist halt noch, dass man immer diese Power-Ups bekommt, die so runterfallen, mit denen man dann den Ball schneller machen kann oder die Planke vergrößern kann. Und das ist eigentlich echt cool und mir hat das Spielprinzip schon früher gefallen und heute immer noch, deswegen spiele ich die App sehr, sehr gerne und ihr solltet sie auch überhaupt mal ausprobieren. Wenn euch diese 5 spannenden Apps noch nicht gereicht haben, schaut euch doch die letzte Ausgabe der besten Apps der Woche an. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch heute wieder über eure kreativen App-Vorschläge dort unten in den Kommentaren. Und ich denke mal, haut da auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Tasten und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.